Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen kleinen Map-Vorstellung auf unserem Kanal. Wir schauen uns heute zusammen die The Hill of Slovenia, so heißt sie, glaube ich, wirklich richtig, Karte an. Wobei ich auch ab und zu oft Hills of Slovenia lese. Aber wie dem auch sei, ich denke, ihr wisst, welche Karte gemeint ist, zumindest die Leute, die sich dafür interessieren. Ansonsten werdet ihr die Karte unter beiden Beschreibungen finden. Es ist eine kleine, süße, übersichtliche Map. So sieht die Karte aus. Wir sehen, ja, eine kleine Karte mit kleinen, süßen Feldern, ein paar kleinen Verkaufsstellen. Im Prinzip alles, was benötigt wird, ist da. Plus, ja, sagen wir mal, in Miniaturform. Die einen oder anderen werden die Karte vielleicht bei uns schon gesehen haben, denn haben wir uns im Livestream letzte Woche oder diese Woche, beziehungsweise besser gesagt, schon mal ein klein wenig angesehen, wollen uns die Sache jetzt vielleicht nochmal ein klein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Wir stehen auf unserem Hof und ja, schauen uns den vielleicht zum Anfang einmal an. Wir spielen ohne Seasons. Das Ding ist aber natürlich wie nahezu alle Karten Seasons ready. Und ja, wir spielen auf einfach. Heißt, wir haben hier schon ein bisschen Kladderadatsch, dass wir einfach ja, nicht viel Zeit verschwenden müssen mit Gerätschaften kaufen. Genau, da haben wir hier einmal unser Farmhaus. Ist ein bisschen spärlich eingerichtet, aber darum soll es ja hier eigentlich auch nicht gehen. Haben dann auf unserem Hof schon relativ viele Ställe. Sprich, ich glaube, der ganze Hof hier an sich ist ein Hühnerstall, wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn wir dann Hühner haben, werden die wahrscheinlich hier so ein kleines bisschen frei auf dem Hof rumlaufen, was ich ziemlich cool finden würde, wenn das auch so funktioniert. Haben dann Schweinestall, Kuhstall und ich weiß gar nicht. Ach doch, hier kann man sogar auch. Das ist sogar auch ein richtiges Feld. Aha. Auch wenn man hier mit den Tomaten und dem Salat nichts machen kann. Aber hier der Mais und der Weizen, das ist richtiges Getreide. Haben einen kleinen Spielplatz, eine kleine Grillecke. Schön. Wie gesagt, die Felder sind recht übersichtlich. Werden wir dann auch sehen, wenn wir noch ein bisschen über die Karte fahren. Ja, ist wie gesagt ein kleines süßes Ding. Hügelig. Viel Herz für Details reingelegt in das Ding. Deswegen für einen Einzelspieler, für Leute, die mal kleine Sachen ausprobieren wollen und da Spaß dran haben an detailreichen Karten, ist das sicherlich eine ganz coole Sache. Ja, viele verschiedene Texturen. Ansonsten würde ich sagen, wir schauen nochmal ganz kurz. Karte ist klein, wie gesagt, gibt auch nicht allzu viele Verkaufsstände für die Standard Feldfrüchte, die hier verbastelt sind, gibt es im Schnitt zwei Verkaufsstellen. Das ist einmal die Getreidemühle und der Haufen Süd. Der Haufen Süd ist hier irgendwie mitten in der Karte drin. Also es gibt hier Wasserhöhen, das werden wir uns vielleicht auch mal noch anschauen. Der Haufen Süd liegt hier, Getreidemühle hier. Ist, finde ich, ein ganz kleines bisschen mysteriös, aber ist geschenkt. Es gibt hier ein paar kleine Waldgebiete. Zentral und rings um die Karte. Wie gesagt, viel Wasser. Schauen wir uns in einer kleinen Rundfahrt, in einer kleinen Hafenrundfahrt, schauen wir uns das mal noch an, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, ist viel Wert auf doch Details gelegt mit den Bodentexturen. Ein großer Kritikpunkt bei vielen, vielen Karten, die ich bis jetzt angeguckt habe, finde ich ganz in Ordnung. Wir werden sehen, die Straßentextur, die zieht sich hier über die ganze Karte, ist vielleicht dann ein kleines bisschen übertrieben, aber ist geschenkt. Ist geschenkt. Dann würde ich sagen, wir schnappen uns mal einen Traktor ein, den wir hier schon stehen haben. Und düsen mal ein bisschen los. Denn genau, vielleicht einmal rechts rum, dann links rum. Mal schauen, finde ich ja auch cool, dass, sagen wir mal, der Dreck so ein bisschen bis auf die Straßen rausgezogen wird. Macht die ganze Sache doch ziemlich realistisch. Es gibt wieder viele Straßenschilder und
ja, Verkehrszeichen, die umgefahren werden können, also die eine Kollision haben, wo ich theoretisch auch großer Fan davon bin. Allerdings sind die irgendwie so teilweise ein bisschen komisch verbaut, so dass der reguläre Verkehr da auch ab und zu dagegen fliegt und dann hier haufenweise Schilder und Sachen auf der Straße rumliegen. Zum Beispiel hier links jetzt, der hat es schon wieder einen mitgenommen. Kanten zwischen den Texturen von der Straße und den anderen Wiesen, Waldböden, die sind teilweise ein bisschen krass, aber auch damit kann man, denke ich, ganz gut leben. Sind jetzt hier schon mal am Kartenende, deswegen würde ich sagen, wir fahren hier einfach mal rechts in die Wiese rein und sehen natürlich, dass das ganze Ding verdammt hügelig ist. Achso, hier geht's gar nicht weiter. Ja, vielleicht schauen wir dann mal. Dann machen wir mal Folgendes. Wir fahren einfach mal quer durch den Wald, auch wenn ich da kein großer Fan davon bin. Auch der ist schön hügelig. Haben jetzt leider überall. Ja, vegetationsmäßig würde ich mir den Wald vielleicht noch ein kleines bisschen üppiger vorstellen. Auch Unterholz könnte irgendwie noch ein bisschen mit rein. Das wäre ziemlich cool. Aber ist nichts, was sich durch ein kleineres Update noch fixen lässt, würde ich sagen. Ja, diese hügeligen Wiesen und die kleinen Felder, das finde ich schon ganz cool. Hopse, jetzt hat es mir aber den Traktor einmal weggedreht. Ja, die Straßentextur, das permanent sieht man jetzt ja auch wieder so links und rechts noch so ein Erd-Dingsbums dran ist. Die Übergänge sind manchmal nicht ganz so cool und es gibt so ein paar kleine Macken, dass ab und zu mal ein paar Blümchen auf der Straße wachsen oder so. Aber auch das. Alles Sachen, die sich mit einem kleinen Update noch fixen lassen. Sind wir jetzt zum Beispiel auch wieder am Kartenende. Erreicht man doch relativ schnell, wie wir sehen. Jetzt einfach mal die Straße zu Ende. Ja, ist ganz interessant gemacht. Wasser, pipapo. So ein bisschen, wenn man sich nicht auskennt, dann ist man wirklich schnell, kommt man schnell irgendwo an ein Ende. Und ja, steht dann auf einmal da, kann halt wieder, wie wir jetzt auch, alles wieder zurückdengeln. Also sollte man sich doch ein kleines bisschen an der Karte orientieren. Es gibt, glaube ich, irgendwie so eine große Hauptstraße, die halt quasi so einmal über die Karte führt und alles andere ist dann mehr oder minder, endet halt so ein bisschen in der Sackgasse. Deswegen fahren wir jetzt hier auch mal wieder nach links und kommen dann auch schon wieder an unserem Hof vorbei. Es ist für so eine kleine Karte auch recht reger Betrieb, muss man ganz ehrlich sagen. Also, Verkehr ist hier gut unterwegs und die Leute, die hier die Linien aufgemalt haben, waren wahrscheinlich auch voll wie die polnischen Bauarbeiter. Eine Sache, eine Textur, die uns immer wieder begegnet auf der Karte, ist hier links. Zum Beispiel, da fahren wir auch mal lang. Diese Feldwegtextur. Also das ist ein richtiges Objekt, was quasi einfach hier langgezogen ist. Und man sieht auch, das rumpelt ganz gut. Wenn wir jetzt vielleicht mal aus der Innenansicht sogar hier fahren durch den Wald. Das ist eine richtige 3D-Textur. Das ist schon. Das macht schon Spaß. Ne? So muss ein Feldweg sein. Ich finde, ja, das mit dem ist ein kleines bisschen, auch ein kleines bisschen zu viel des Guten. Denn, ja, der Feldweg, der zieht dann manchmal so Bahnen, die keinen Sinn machen. Da man damit jetzt keine Kurven oder so bauen kann, gehen dann halt diese eingefahrenen Reifenspuren irgendwo mal geradeaus in den Felsen rein und dann links wieder raus. Aber ich sag mal so, lieber sowas als so einen komplett undetaillierten Feldweg, der einfach bloß so mit dem Pinsel so ein Dreckweg da lang gezogen ist. Da kann ich mit sowas schon viel besser leben. Und auch das, wie gesagt, eine Sache, die sich mit, ja, man vielleicht nochmal drüber gehen kann. Vielleicht kommt ja dann irgendwie noch eine Kurventextur oder sowas dazu. Wäre auf jeden Fall ganz cool und würde für mich noch einen kleinen Pluspunkt geben. Hier haben wir zum Beispiel wieder ein bisschen Wiese, was auf der Straße wächst. Das war gerade die Verkaufsstelle, wie wir gesehen haben. Also ja, man muss ganz ehrlich sagen, es ist eine kleine übersichtliche Map. Wenn man hier Multiplayer oder sowas spielen will, dann
Ja, macht es vor allem weniger Sinn in erster Linie. In zweiter Linie, ja, sollte man dann halt vielleicht doch mit recht kleinen, so kleinen wie möglichen Geräten agieren, dass auch jeder was zu tun hat. Und selbst das ist, sag ich mal, mit zwei, drei Leuten mehr, für mehr wird es da nicht groß Arbeit geben. Man muss ganz in erster Linie sagen, das Ding lebt natürlich von der Topografie. Das macht natürlich super viel her und ist ganz ehrlich etwas, kurz im Baum, ist ganz ehrlich etwas, was mir sehr gut gefällt und mir definitiv mehr Spaß macht als so flach hingekrachte Karten, wo dann halt so quadratische Felder aufgepinselt sind und fertig. Da finde ich sowas schon viel cooler. Und die Straße jetzt hier nach hinten in den Wald weiterfahren. Ja, ist dann auch wieder Ende Gelände. Deswegen würde ich einfach sagen, wir düsen nochmal hier runter. Das ist dann hier die Mühle, müsste das sein, die andere Verkaufsstelle, genau, die Getreidemühle. Dann sind wir hier am See. Da haben wir einen kleinen. Eine kleine Insel. Und ein Schiff, was sich scheinbar nicht bewegt. Na, wie gesagt, die Felder sind echt winzig klein. Wir haben gestern die ersten Felder quasi 1, 2 und 3 bei mir im Stream mal bearbeitet. Das ist eine Sache, da fährst du selbst mit so einem 3-Meter-Pflug. Fährst du bei der 2, da fährst du 5-mal hin und her und dann bist du da fertig. Das ist eine Sache von wenigen Minuten. Dann hast du da deine kompletten Felder bestellt. Also ja. Definitiv nichts für XXL-Farmer. Aber Leute, die gern viele unterschiedliche Sachen machen, sich da auch gern Zeit dazu nehmen, mal vielleicht mit ein paar älteren Maschinen spielen wollen. Die sind hier, denke ich, ganz gut aufgehoben. Für große Spielprojekte ist die Karte sicherlich eher nix. Würde auch sagen, eher für Einzelspieler, die einfach mal ein bisschen was ausprobieren wollen, dabei aber auch ja, eine schöne Karte entdecken wollen und einfach Spaß an Details haben. Das ist die The Hill of Slovenia. Kurz und knackig. Wie gesagt, das soll es dazu mal gewesen sein. Ist ein schönes Ding. Gibt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Würde mich auch freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gibt und uns gewogen bleibt. Mal beim Stream vorbeischaut. Die Sache hier abonnieren. Wäre sehr, sehr cool. Also dann bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.